So, meine Lieben, also in alter Vertrautheit melden wir uns wieder. Auf jeden Fall, ja, also keine Ahnung. Auf jeden Fall, da verschlägst du mir die Sprache. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, heftig auf jeden Fall. Ich habe die Story auch, glaube ich, ein paar Mal schon erzählt. Damals war ich auch noch ziemlich häufig und ja, sobald ich da irgendwie und mir für ein, ja, ich möchte mal sagen, für ein, das heißt, ja, und da gab es, auf jeden Fall, wenn man hier sieht, das ist schon, das ist so ein Scheiß, das ist unglaublich. Hat vorher kein Mensch gesagt, auf einmal kommen sie alle mit, keine Ahnung, und keine Ahnung, und ja, das ist einfach, der ist einfach, ich wiederhole mich da gerne, der ist einfach ein Original. So wie der da redet, redet der auch, hat er auch privat geredet, redet der heute auch noch, so rappt der auch, und ja. Bra, so sieht das aus. Ich mach deine Freundin glücklich. Und du kriegst mehr Bomben von Deutschen als London 44. Okay, Bra. Okay, ich will nicht sagen, ich habe es als Erster gebracht, aber ich habe es als Erster gebracht. Ne, das war die Punchline mit, wie war das nochmal? Ihr Unterleib sieht aus wie Dresden 45, ne? Was war das jetzt? London 45, ich weiß nicht. Das ist echt krass, wenn man überlegt, das sind jetzt ungefähr 2 Minuten oder so, ne? Tschüss! Aber, deswegen, Alter. Und, ja. Also er meinte zu mir auch damals im Auto, und ich meinte so, ey, ohne Spaß, ich hoffe, dass ich komme. Weil ich hatte auch, man überlegt sich ja auch Sachen, wenn man dann kommt, die Leute, die dann dazustoßen, dann überlegt man sich als quasi erfahrenerer, Ich mach Heckmeck-Sex, Ben merkt schon, ich Orgelpfeifer. Ey, lass mich noch mal ganz kurz lutschen. Ey, fass mal den Schwanz. Ich vögel jeden, selbst jeden indischen Kuhtreiber. Ey, ich scheiße Schleim. Ja, das ist, also, ich denke mir, dass viele Leute jetzt hier vorsitzen und sich denken, der kann doch gar nicht, der rattert durch. Und es kommt halt immer irgendwie was raus. Manchmal natürlich ein paar Fehltritte so, aber es ist trotzdem scheiße. Yeah. Schöne Sie sehr, sehr schön, schön kommen und let's hey, go. Heißt du wirklich Sebastian? Ja. Das ist Comedy Gold, Alter, ohne Spaß. Ey, boah, richtiger, keine Ahnung, richtiger Rainer, richtiger Tim, richtiger Kevin, Sebastian, so, das ist ein ganz normaler deutscher Name. So, überleg dir das mal. Da steht ein Wladislav im Jahr 2015 auf einer Hip-Hop-Bühne, ein Wladislav. Habe ich schon tausendmal erklärt, aber ich glaube, gerade bei dem Video sind wahrscheinlich auch ein paar Leute dabei, die das erste Mal jetzt das gucken. Wenn entweder kommt zu viel Applaus, zu krasse Reaction auf deine Line oder ausbleibende Reaction, die du halt nicht erwartet hast, so wenig oder so viel. Und das ist hier der Fall auf jeden Fall. Sebastian, deine Mama. So, hat er für eine geile Punchline gehalten. Ist auch eine solide Punchline. Was? Was? Wie? Was? Was ist denn hier los? Bra, bra. War eine Line, glaube ich, die noch irgendwo so im Hinterkopf rumlag. Ich weiß nicht, ob die im Finale auch so noch gekommen wird. Bra. Aber wo man sagen muss, absoluter Profi-Shit oder einfach Intuition so. Wenn man es weiß, man es. Also ich zum Beispiel, ich stand da, ich stehe da irgendwo auch hier hinten in dem Raum, hinter der Ecke wahrscheinlich oder hier vorne, weil ich vorher noch was gemacht habe. Keine Ahnung, Interview oder sonst irgendwas. Ich weiß ja, dass ich das gehört habe, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Laie würde ich sagen, hört es nicht. Deine Mami. Und dann noch mit Dingsbums. Und Bra. so. Und der hat einfach das. Und ich weiß noch ganz genau, bei diesem. Da war ich, stand ich da in der Ecke. Man hat das einfach gespürt. Du hast den Typen auf der Bühne. Es ist still, komplett still, weil der rappt ja da durch. Da sind keine Pausen für Jubler oder so. Es ist komplett still. Du hast dieses Bild vorm Kopf. Da macht er dieses. Die Bewegung, Bra dahinter. Und das ist einfach. Ich will nicht sagen Gänsehautmoment. Aber du spürst da was. So. Und wenn du solche Texte hast, Alter, Hut ab im Nachhinein. Natürlich ist das, aber ist nice, Alter. Und vor allen Dingen, wie der auch weiß, okay, die Line ist eine geile Line. Bra! Und es könnte einfach auch als Battle-Rap-Text durchgehen. So, das, Ja.
Kopf aus der Schlinge gezogen. Belly! Was willst du sagen? Let's go. Yeah. Irgendwann kacke. Ich im Rapper Mittwoch-Finale. Kapital denkt sich, glaube ich, genau dasselbe. Yeah. Schöne Schüsse, mach mal her, Berlin! Ja, klare Kiste. Spannend werde. Okay, klare Kiste, nehme ich natürlich wieder zurück. Wird spannend werden, wie wir gerade hören. Denn es geht ja hier immerhin um 2 Euro, wie gesagt, und der zweite Platz bekommt und der Champion bekommt zusätzlich noch richtig geile Jungs. So, geil, der erste Platz 2 Euro plus nochmal 2, 3 geile Jungs. Aber richtig geil. Und ihr könnt auch später eins kriegen. Wir haben ja noch eine Verlosung am Start. Zeigt mir eure Hände für Kapital. Zeigt mir eure Hände für den MC auf meiner linken Seite. Sein A Cappella für Moms. Das war's. CRS. Tschüss. Yeah! Quatsch, Interview noch? Anal, Battlemania Match, wir haben hier Kapke, Anal, ja? Ey, ist doch voll krass, Alter. Also, ich weiß nicht, ich hab gar keinen Bock. Auf jeden Fall, irgendwie kam ein netter Typ mit einem dicken, hast du nicht gesehen, ich weiß genau, wie das heißt. Dankeschön nochmal an. Ey, jetzt geht's aber los hier. Dankeschön auf jeden Fall. Bist du auch beim Battle Rap dabei und hast du auch Bock ein bisschen? Wie siehst du überhaupt bei dir aus, so vergangenheitsmäßig und zukunftsmäßig? Was hast du so geplant? Beste Video kommt bald raus. Welches Video war denn das, Alter? Dieses, Bra oder was? Voll Bra. Na, na, na. Mula. Ratatata. Da ist doch auch, da sind die Lyrics von dem A Cappella-Ding, ne? Glaube ich. Finde ich übrigens einen überragenden Song, aber voll viele Leute haben geschrieben, was ist für ein Kackbeat. Also der Beat jetzt nicht so crazy, aber der ganze Track insgesamt war super. War gut, ja. Da gibt's doch ganz klar schlechtere. Zusammenhaltslose Reimketten, irgendwie geil? Was ist da los? Wirst du in deiner Orgelpfeife und in einer Kirche so eingespannt, Alter, mit deinem Beichtstuhl, Alter? Genau, das kommt auch noch dazu. Sebastian ist ja im wahren Leben wirklich Pastor im Chor. Sitzt der da wirklich an der Orgel? Der ist auf jeden Fall kirchlich aktiv. Alter, dass du nicht in der Lage bist. Lol. Was soll ich sagen? Lol. Und, ganz kurz mal, ganz wichtige Information. Ach, das Ding. Genau, das habe ich auch mal gemacht. Es kommt jetzt bald auch ein Video raus. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Boah, Bruder, Video ist gut. Immer noch, auf jeden Fall auch so. Er hat sich auf jeden Fall das Beste zum Schluss aufgehoben. So. Mula. Das nochmal ganz kurz anhören. Typ ist nicht normal. Dankeschön.